Herzlich willkommen zu einem etwas anderen neuen Video von mir. Ich wollte einfach mal meine Meinung auch dazu sagen und euch ein bisschen was erzählen, wie ich quasi so als dicke, hässliche Person denn tatsächlich überleben konnte, weil es immer wieder mal auf YouTube das Thema aufkommt mit den Äußerlichkeiten und alle müssen unglaublich schön sein. Und wenn man diesem Idealbild nicht entspricht, dann ist man halt, ja, keine Ahnung, gehört man nicht dazu oder sonst was. Mir ist einfach immer wichtig gewesen, dass ich das tue, was mir eben gefällt und was mir passt und womit ich am besten leben kann. Und das hat auch eine Zeit lang gedauert, bis ich wirklich verstanden habe, okay, wenn du die Farbe Pink magst, dann ist das eigentlich scheißegal, ob es andere irgendwie nicht mögen. Oder wenn ich irgendwas Bestimmtes gerne mag oder auch eben nicht, dann spielt das auch keine Rolle. Es hat niemanden zu interessieren, was wir tun oder was wir nicht tun, wie wir sind, wie wir aussehen. Weil im Endeffekt geht es darum, dass wir uns selber mögen, dass wir selber zu dem stehen, was wir tun. Ich habe früher mir das irgendwie angenommen, wenn mich jemand quasi im Real Life gehatet hat, habe ich immer gedacht, oh mein Gott, das ist eine Katastrophe, ich muss das auf jeden Fall ändern, die haben recht, die sind erwachsen oder wie auch immer. Oder auch andere Kinder oder Jugendliche, da hat man schon drüber nachgedacht, warum sagen sie das, haben sie vielleicht recht, ist es so, wie die es sagen, wie auch immer. Und das ist einfach etwas gewesen, wo ich irgendwann mal verstanden habe, sie sagen dir das nicht, sie haten dich nicht, weil sie dich jetzt irgendwie schlimm finden oder weil sie jetzt, weil sie möchten, dass du irgendwas änderst, sondern sie machen das, weil sie sich selber nicht mögen oder weil sie selber nicht zufrieden sind mit dem, wie sie halt leben. Und das ist etwas, was das Problem einfach von der Person ist, die einem halt gegenüber sitzt. Es ist nicht wichtig, dass man einem bestimmten Ideal irgendwie hinterherläuft oder sich, weiß ich nicht, die Haare irgendwie blond färbt, weil es gerade modern ist oder, keine Ahnung, irgendwas macht, weil das gerade in irgendwelchen Zeitschriften gezeigt wird oder weil irgendwelche Freunde oder Bekannte meinen, sie müssen uns sagen, wie wir uns zu verhalten haben oder irgendwie zu kleiden haben oder wie auch immer. Es ist immer nur das wichtig, was man selber tut, wie man sich selber fühlt. Und man muss sich selber wohlfühlen in seinem eigenen Leben. Man muss einfach hinter dem stehen, was man tut und sich selbst lieben. Und wenn das alles stimmt, wenn man wirklich selber mit sich in Reinem ist, dann ist alles in Ordnung. Dann spielt das auch keine Rolle, ob jetzt Frau Müllermeier oder Schmidt oder irgendjemand irgendwas Böses sagt oder irgendwie versucht einem zu sagen, was richtig oder falsch ist. Das spielt überhaupt keine Rolle. Es ist wichtig, dass man wirklich auf sein eigenes Herz hört, ja, und ein bisschen so darüber nachdenkt, wie man selber leben will. Eins muss ich sagen, das Leben ist wirklich so kurz. Ja, die letzten 10 Jahre sind wie im Flug vergangen. Ich bin 30 Jahre alt. Ich habe das Gefühl, dass es einfach weg ist, dass diese Zeit einfach, ja, weg ist. Und eigentlich auch die nächsten Jahre, die werden genauso schnell im Flug vergehen. Es ist wirklich, wirklich... man sollte jeden Tag genießen, sich jeden Tag freuen über das, was man hat und einfach sich des Lebens erfreuen, das tun, was man gerne möchte und so aussehen, wie man gerne möchte und sich nichts vorschreiben lassen von irgendwelchen Menschen, weil das ist nicht deren Leben, sondern es ist immer noch mein Leben und es ist dein Leben und euer Leben. Mir ist es egal, wie jemand aussieht. Also für mich ist es egal, ob die Person irgendwie braune, blonde oder schwarze Haare hat oder ob die Leute jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine dicke, große, kleine Nase haben, große, kleine Brüste oder dick, dünn sind, groß, klein, wie auch immer. Es ist mir völlig egal, weil bei mir ist das Wichtigste, wie sind sie im Herzen, wie ist der Charakter und wie komme ich einfach mit denen klar und wie ist deren... Denken zu anderen Menschen, wie gehen sie vor allem mit anderen Menschen um und achtet nicht darauf, was andere euch sagen, beziehungsweise nehmt euch das an, was ihr wirklich gut findet, was ihr wirklich
ja, wo ihr einfach irgendwo so positive Kritik rausziehen könnt. Ich hoffe, das Video hat euch irgendwie ein bisschen gefallen. Es ist ein bisschen was anderes als sonst. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder nächste Woche Mittwoch. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüss.